Jo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Road to Knife Unboxing 2.0. Ich habe für heute mal wieder 10 Kisten am Start, Gamma 2. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, ich hoffe, ich habe die richtigen Kisten und die richtigen Schlüssel. Ja, Gamma 2, nice. Am Ende des Videos wieder noch ein Knife Giveaway aufgelost. Die Hand, die Shadow Daggers Ultraviolett. Da habe ich im letzten Video auch irgendwann mal versprochen, da habe ich mir ja erwähnt, dass es Crimson Web wären, aber sind Ultraviolett. So, 10 Kisten sind es. Ich hoffe, Geben hat heute mal was Gutes für mich oder halbwegs Gutes. Den Nugget ist es zum Beispiel mal nicht. Ich weiß ja gar nicht mehr genau, was jetzt noch alles drinnen ist. Eine AK wäre schon nice. Die wäre schon nice, ja. Und gibt es sonst eigentlich noch was zu sagen? Nö, eigentlich nicht. Außer, dass es eine 5-7 ist. Wow. Letztes Mal hatte ich auch eher wieder kein Luck. Da waren es ja auch, glaube ich, nur 2 Purple Skins und sonst der Blue. Von den 10 Kisten. Und ich hoffe, dass heute wenigstens mal wieder ein Pink Skin kommt. Oder die Weasel wäre schon halbwegs interessant gewesen, weil die hätte wenigstens vielleicht einen Euro gebracht oder so einer guten Condition. So. Aber man kann die Kiste eigentlich auch drehen, sehe ich gerade. Da die Augen. Dann sind jetzt wieder die Nägel. Was ist das? Wie weit kann man die drehen? Nicht weit. Aber man kann sie während der Animation auch noch drehen. Hey, was ist da los? Ich glaube, ich ziehe heute 10-mal Blue. Das wäre aber not nice. Ich meine, dass ich jetzt Knife ziehe, glaube ich ja nicht. Ich habe es nicht im Gefühl. Aber 10-mal Blue würde ich jetzt auch nicht ziehen wollen. So, wenn ein Knife kommt, dann wäre das halt schon nice. Oh, ey. So, 6-mal Blue in a Row ist nice, kann man machen. Empfehlen würde ich es aber nicht. Oh mein Gott, ich glaube, ich ahne Böses. Wieder Blue. Oh mein Gott, Purple Skin. What the fuck? Ich hätte mir doch lieber andere Kisten nehmen sollen. Weil ich war überlegen, ich habe da um die 30 Phoenix Kisten am Account, ob ich die aufheben soll. Dachte ich mir, nee, Gamma wäre doch nice, aber... Wow. Ich ziehe wieder eine Bullshit. Oh mein Gott. Okay. So, die Knives waren ja... Also sind die vergiveawayt worden. Das Giveaway ist ja seit, glaub Mitternacht vorbei. Und da werden wir, also das Giveaway lief über Klima.io, da werden wir jetzt auch mal gleich die Gewinner ziehen. So, es gab total Entries, 49.235 Entries. Von mir sind 125 dabei, aber die zählen ja nicht. Das war ja letztens, wie ich halt das Video gemacht habe, da habe ich halt das vorgezeigt, wie das geht, ne? So, Draw Winner. Ja, einen Gewinner gibt es. Und der Gewinner ist Josef Ernst. Der kommt mir bekannt vor, glaube ich. Egal, auf jeden Fall die E-Mail-Adresse werde ich hier ausschwärzen, dass die sonst keiner sieht. Ich werde dich, Josef, mal Glückwunsch überhaupt an dich. Ich werde dich per E-Mail kontaktieren. Also du wirst eine E-Mail von mir bekommen. Check also deinen E-Mail-Account. Und antworte mir dort dann mit deiner Trade URL. Deutscher aus. Oder ich werde das halt auch ausschwärzen. Damit ich da halt ja nichts... Na, ihr wisst schon.
Dann mal wie gesagt, Glückwunsch an dich. Es ist ja dann auch bald August. Da kommt ja dann wie immer das nächste Giveaway, kommt dann in ein, zwei Wochen. Und was ja noch ansteht ist, ich bin jetzt dann knapp vor meinen 1000 Abonnenten. Also 15 Stück fehlen noch. Es ist, ich habe für die sozusagen ein 1000 Abo, so 1K Abo Special schon geplant in drei Videos oder zwei Videos aufgeteilt. Und ein Giveaway ist auch ein Teil davon, also wenn die 1000 Subscribers gehittet werden, beziehungsweise, ja. Was wollte ich jetzt sagen? Fällt es unter dem Reden einfach nicht mehr ein. Wenn die 1K geknackt werden, gibt es ja da sozusagen dann auch noch ein Giveaway zusätzlich zu dem monatlichen Giveaway, was dann für den August noch kommt. Und jo, also habt ihr noch einiges auf Lager. Also Case Luck hatte ich heute definitiv nicht. Ich habe 9-mal Blue gezogen und 1-mal Purple, das ist so gut wie gar nichts, also GG. Aber kommt ja auch mal vor, ne? Ist ja nicht immer nur Red Items und Knives. So ist halt der Game. Ne, ich sage jetzt nichts. Aber mit einem Daumen nach oben würde ich mich freuen, hilft mir auch weiter. Ihr könnt mir auch wie immer in die Kommentare schreiben, welche Kisten ich beim nächsten Mal aufheben soll. Vielleicht hat ja von euch da jemanden einen Insider, wo man gut Knives ziehen kann. Und über ein Abo würde ich mich auch freuen, falls ihr mich noch nicht abonniert habt und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, dann werdet ihr auch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade, beziehungsweise auch ein neues Giveaway kommt. Und ja, dann sage ich euch nochmal noch Ciao und bis zum nächsten Mal, euer Alex.